kommen eigentlich Männer Frauen rum? Ist ja gar nicht so schwer. Ich meine, wenn man mal überlegt, ich finde ja, dass viele Männer inzwischen wirklich sehr einfallslos geworden sind. Wenn man mal bedenkt, früher so Mittelalter, Minnesänger, die kamen mit dem Pferd angeritten. Heute, ja gut, die kommen mit dem Auto, obwohl, ich meine, wer bewusst lebt, sollte ja wenigstens Carsharing betreiben, also mit dem eigenen Sport rasanten Gefährt ist da so auch nicht mehr viel zu holen. Aber back to the point, also zurück zum Punkt. Übrigens, ich bin die Susan Heath, Love and Life Beraterin und Glücklichmacherin. Und ich möchte jetzt mal den Männern sagen, wie sie Frauen rumkriegen, weil als Frau muss ich ja schließlich wissen. Und da ich mich ja mit dem Thema Liebe, Liebeslust, Liebesfreude, glücklich sein befasse, möchte ich sagen, das Wichtigste ist doch, einer Frau ein gutes Gefühl zu geben. Das hatte ja schon Casanova drauf, deswegen hatte der ja über 1000 Frauen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der wirklich so zählen konnte, irgendwann hat er ja mal den Überblick verloren. Gibt ja heute inzwischen auch ein paar, die behaupten 1000 Frauen und mehr, obwohl, was sagt das? Eigentlich nichts, weil ja, sagen kann man viel, außerdem, das sind ja einfach nur Zahlen halt. So, wer aber in diesem Wettbewerb nach 1000 Frauen und mehr nicht unbedingt mitmachen möchte, wem es eigentlich darum geht, wie bekomme ich eine Frau rum, da kann ich nur mal sagen, ja, Frauen lieben Komplimente, wenn die auch ziemlich ausgestorben sind. Frauen mögen Männer, jedenfalls viele Frauen, die höflich sind, die Humor haben. Also, wer eine Frau zum Lachen bringt, der hat ja schon die halbe Miete, muss man ja sagen. Wenn er dann noch großzügig ist, ihr jeden Wunsch von den Augen abliest, ein offenes Ohr hat und wirklich als Mann, das muss man sich mal vorstellen, die Fähigkeit besitzt, zuzuhören, dem kann eigentlich keine Frau widerstehen. Wenn er dann auch noch sich als ausgezeichneter Liebhaber outet, also mitkriegt, dass die Frau zuerst kommt, dann ist eigentlich, kann dem kaum noch was passieren. Wichtig ist, den ersten Schritt. Wie wird man witzig? Wie hat man Humor? Wie kommt man bei Frauen an? Es ist immer so, gepflegt sein, sich nett in Schale werfen, das heißt jetzt nicht der letzte Schrei, aber wie Nerd sollten die Jungs auch nicht rumlaufen. Und höflich sein und Frauen ein gutes Gefühl geben. Dann Jungs, Männer, kann nichts mehr passieren. Dann könnt ihr so viele Frauen haben, wie ihr wollt. Vielleicht wollt ihr dann gar nicht mehr so viele, vielleicht findet ihr dann the one and only, wie auch immer. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, bei der Jagd, Männer sind ja Jäger, auf die Frauen. Viel Erfolg beim Flirten, beim Verlieben natürlich, weil der Liebe ist der Sinn unseres Lebens. Und fangt einfach an. Bis dann.